Der evangelischen Kirche wird häufig vorgeworfen, sie sei zu politisch oder zu wenig missionarisch. Ist die Kritik berechtigt oder ist die Kirche besser als ihr Ruf? In einem Beitrag für die evangelische Nachrichtenagentur IDEA betont der EKD-Cheftheologe Thies Gundlach, entscheidend sei, ob die Kirche ihrer Berufung entspreche. In ihren 4 Aufgabenfelder Gemeinschaft, Nächstenliebe sowie Gott bezeugen und Gottes Gegenwart feiern, leiste sie Herausragendes. Unsere Kirche macht so viel Heilendes und Helfendes, dass sie keine Angst um ihren Ruf haben sollte, so Gundlach. Anderer Meinung ist der Theologe Benjamin Hasselhorn. Einer seiner Freunde sei aus der Kirche ausgetreten, nachdem er frustriert beobachtet habe, wie seine Kirche die Schwerpunkte immer weiter verlagere. Weg von Gottesdienst sowie geistlicher Orientierung, aber hin zur Verstärkung bereits vorhandener gesellschaftlicher Tendenzen. Ihm sei kein Argument eingefallen, um seinen Freund zum Bleiben zu überreden. Ich kenne in meiner Generation praktisch niemanden mehr, der sich in existenziellen Fragen an die Kirchen wenden würde, so Hasselhorn. Das, was ihr für den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Diesen Bibelvers zitierte der ehemalige Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Hubert Hüppe. Er sprach auf der Fachtagung Kultur des Lebens, Ideal und Wirklichkeit des Bundesverbands für Lebensrecht in Berlin. Seiner Meinung nach ist niemand geringerer als ungeborene Kinder, Sterbende und auch Menschen mit Behinderung. Hüppe kritisierte auf der Tagung vor allem die derzeitigen Diskussionen in der Pränataldiagnostik. Ich bin schon ziemlich enttäuscht, wenn es um zum Beispiel Kinder mit Down-Syndrom geht, dann alle Frauen in eine Reihenuntersuchung kommen sollen, denn nichts anderes wird passieren, auch wenn man sagt, es sind Risikoschwangerschaften. Ja, Risikoschwangerschaften sind 80% im Moment, so sagt das Bundesministerium. Und das heißt, es wird zukünftig möglicherweise gar keine Menschen mehr mit Down-Syndrom geben. Und ich hätte mir da zumindest von einer christlichen Partei gewünscht, dass dort ein klarer Standpunkt vertreten wird und gesagt wird, wir wollen keine Selektion. Noch nie war der Eingriff in die Entwicklung menschlicher Embryonen so hoch wie heute. Auch in der politischen Debatte wird das Recht des Kindes auf Leben zunehmend zur Disposition gestellt, so der Bundesverband Lebensrecht. Hüppe wünscht sich mehr politischen Einsatz für das Leben. Ich möchte einfach, dass die Politik sich wieder für die Schwachen einsetzt. Wir setzen uns ja nicht nur für das ungeborene Kind, auch für die Menschen mit Behinderung ein, sondern auch für die sterbenden Menschen, dass sie Hilfe erhalten, dass nicht als einzige Hilfe der Tod angeboten wird. Und ich möchte, dass die Politik das aufgreift. Hüppe rief die Teilnehmer dazu auf, sich gezielt persönlich und freundlich an Politiker zu wenden, um das Thema präsenter zu machen. Rund 100 Besucher nahmen an der Tagung teil.